Selling crack, yeah. Nigga, you still rapping? What up, this? I hang with the hardest motherfuckers. I got rhymes by the buckets, make you niggas wanna suck me. She love lips. Meine aktiven Korkenscheißer und herzlich willkommen zu einer neuen Commentary hier auf dem VP Clan Channel. Ich bin hier auf jeden Fall neu im Clan, ich bin der Korki Thomas Korkensches TV, egal wie ihr mich nennen wollt, auf jeden Fall bin ich den Clan als Commentator gejoint und ich werde mich heute ein wenig vorstellen, mal gucken, was ich da noch so erzähle und ja. Also ich bin 15 Jahre alt, habe einen eigenen Channel, mache das Ganze schon seit einem Jahr und mir macht es immer noch unglaublich viel Spaß. In letzter Zeit habe ich ein wenig Stress wegen der Schule, wie ihr alle wahrscheinlich, weil ihr alle wahrscheinlich so im Alter, der von mir seid, so 10. Klasse, keine Ahnung, 11., 12., vielleicht auch noch ein bisschen jünger. Es macht ja trotzdem immer noch mega viel Spaß und ich habe auch richtig Bock hier zu kommentieren. Das war es auf jeden Fall zu mir und meiner Person und wenn euch das interessiert, könnt ihr halt einfach mal bei mir vorbeischauen, da kriegt ihr, denke ich mal, noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall habe ich noch eine kleine Real-Life Story für euch, the boy. Und es handelt sich um Lehrer, also wird auf jeden Fall richtig lustig. Und zwar haben wir da so einen Lehrer, der unterrichtet Mathe und Physik an unserer Schule und hat auf jeden Fall so einen typischen Pornoschnauzer. Trägt auch immer ein wunderschönes Hemd und er sieht eigentlich richtig wie der Alibi-Lehrer aus. Auf jeden Fall, er hatte so die Angewohnheit, seinen Bauch immer so an die Tischkante zu schmieren. Und das hatte ich dann natürlich eines Tages mal ausgenutzt, diese Eigenschaft, wirklich, er hat wirklich bei jeder Schüler und er hatte eine richtige Bierwampe, also die Wampe hat immer richtig schön so über den Tisch drüber gerubbelt, der Tisch war danach immer richtig sauber auf jeden Fall und er hat seinen Bauch halt immer da so dran geschmiert und das war so, ich saß natürlich in der ersten Reihe, also war ich derjenige, wo am meisten am Tisch rumgeschrubbt wurde. Okay, das hört sich falsch an. Egal. Auf jeden Fall war ich natürlich das Opfer der Nation, weil ich vorne saß und er war jetzt auch kein besonders netter Lehrer. Auf jeden Fall dachte ich mir halt eines Tages mal, was könntest du denn mal machen, damit er nicht immer seinen Bauch da dran reiht? Und zwar habe ich dann mir einfach von vorne mal vor der Stunde Kreide genommen, habe die vorne an diese Tischkante so dran geschmiert. Er natürlich in seiner Gewohnheit so ungefähr nach der Hälfte der Stunde, also wir haben im Blockunterricht, also 90 Minuten und so, keine Ahnung, 50 Minuten geht er da so hin so und macht seine übliche Angewohnheit, reibt seinen Bauch da so dran und einfach, er geht einfach zurück. Also wir hatten gerade Physik und er hat das Experiment vorgeführt. Und einfach fangen alle an, auf einmal zu lachen und denken so, hä, was ist denn hier los und was ist denn gerade so witzig und dann hat er auf jeden Fall bemerkt, dass sein ganzes Hemd vorne am Bauch so scheiße voll mit Kreide war. Es war so lustig, wir haben einfach alle übelst gelacht und zum Glück war keiner außer asozial und hat mich verpfiffen, weil er wusste ja nicht, wann es passiert ist. Und ja, das war's auf jeden Fall mit der kleinen Real-Life-Story. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst euch einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall auch beim Gameplayer-Spieler vorbei. Wird, denke ich mal, ein richtig freshes Gameplay im Hintergrund laufen. Und dann würde ich mal sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüss.